Ich trage meine rote Beete nach Hause. Das werden wir sehen, ob das für die rote Beete zu kalt war. Ja, also wir stehen jetzt hier am Pool und warten, bis die Anna wiederkommt. So, und Tommy bleibt hier ein Jahr als heilige Schwester. Nein, warum nicht? Hier gibt es Gästezimmer. Gäste raus, Gästezimmer, Gäste empfangen. Tommy braucht kein Gästezimmer, der braucht einen Dauerwohnplatz. Bei der heiligen Schwestern. Vielleicht tun sie ja Bier brauen. Mein Gartennachbar Steffen hat mir gesagt, ich kann bei ihm Sellerie mitnehmen. Sellerieknolle. Lieber Steffen, wie finde ich denn hier einen Sellerie? Hä? Merkwürdig. Da müssen wir erstmal warten, bis der Schnee weggetaut ist. Mein Grünkohl kann ich abmachen. Oder hat er drüben den Sellerie? Nee, ich glaube nicht. Gucken wir mal in unseren Garten. Wir haben nämlich auch Grünkohl. Ah, vielleicht ist hier der Sellerie. Steffen, schreib doch einen Kommentar. Wo ist dein Sellerie? Unser Grünkohl. Rosenkohl kommt überhaupt nicht mehr. Und der Grünkohl, naja, auch ein bisschen dürftig. Wintermodus. Gewächshaus. Die haben wir auch noch. Ja, Anna, du kannst ja mal... Rote Beeten. Hä? Aber helfen wir kaputt? No, nein. Warum ist das so rot? Ja, Baby, das gives the color. Ach, Blätter von der roten Beete machen auch so ein... Eine kannst du rausmachen, Anna. Eine rote Beete. Zeig mal her, ja. So groß und schön. Ja, so groß und schön. Warum genau. Eine? Eine, das ist Paprobo. Zum Kosten. Und haben wir hier noch, das ist Stangenbrokkoli. Hat doch jemand abgefressen. Wer war denn hier? Gibt's doch gar nicht. So. Also, Sellerie vom Nachbar haben wir nicht. Haben wir nicht gefunden. Eine rote Beete nehmen wir mit nach Hause. Und ja, Grünkohl mache ich halt so und so nicht. Also, wir warten lieber erstmal, bis das ein bisschen weggedaut ist hier alles. Dann finden wir auch wieder was. Was ist grün? Naja. Ich trage meine rote Beete nach Hause. Das werden wir sehen, ob das für die rote Beete zu kalt war. Ich denke mal, wir hätten sie vorher ernten müssen und dann hätten wir die verbuddeln können. Ich denke einfach, die ist erfroren. Aber wir werden es sehen. Wir sehen das mal als Experiment. Ihr Lieben, heute ist was ganz Spannendes dran, und zwar ist heute Sonntag und wir haben jetzt ein paar Minütchen Zeit,
und ein paar Kilometer von uns zu Hause entfernt steht ein Kloster, und zwar das Kloster Marienthal. Ja, das ist ziemlich abgeschnitten hier, tief im Tal. Hier kommt kein Internet runter. Und ja, es ist wahrscheinlich sehr entspannt. So ohne Internet. Im Sommer ist das hier schon, oder im Frühling, ganz schön idyllisch. Weil hier oben sind zum Beispiel alles Obstbäume und hier drüben auch. Ich kann mich an Apfel, Birne und Pflaumen erinnern. Schauen wir uns jetzt mal das Kloster an. So, und Tommy bleibt hier ein Jahr als heilige Schwester. Nein, warum nicht? Das ist nämlich ein weibliches Kloster. Nur damit ich das mal erwähnt habe. So, gibt es hier Informationen für euch? Gucken wir mal. Nee. Geschichte, doch, natürlich. 1234 gegründet. Durch Kunigundis von Böhmen wird den Nonnen des Zisterzienserordens geschenkt. 1427 haben die Hussiten das zerstört. Das sagt mal. Ja. Also ihr könnt ja gerne ein Standbild machen und euch das weiter durchlesen. Ich muss da mal rein. Anna muss nämlich pullern und ich bringe Tommy zu der heiligen Schwestern. Da kann er jeden Tag beten, der Tom. Oh, schön, oder? Etwas windig heute. Naja. Gästezimmer, Gästehaus, Gästezimmer, Gästeempfang. Tommy braucht kein Gästezimmer, der braucht einen Dauerwohnplatz. Bei der heiligen Schwestern. Vielleicht tun sie ja Bier brauen. Aber windig hier bei den heiligen Schwestern. Was hast du? Gut. Ui, ui, ui. Das war's glatt. Und was hast du? Kurt? Heilige Schwester aus? Nee. Nee. Warum nicht? Sonja. Aber du bist so anständig wie eine heilige Schwester. Das ist schon mal. Du bist auf jeden Fall eine gute. Und dass es sowas noch gibt, ist auch gut. Und vor allem ganz viel Geschichte. Und da hinten ist der Klostermarkt. Und da gibt es dann das Klosterbier.
einer da, so großer Markt. Ja, hier kannst du im Sommer auch mit dem Boot fahren. Das ist das gleiche wie in Görlitz so da oben, so? Ja. Hier drüben ist schon Polen wieder. Und ich habe ganz tolle Bilder mal gesehen, ich glaube bei Instagram. Von da hinten. Also ganz hier hinten, und da hat man dann praktisch hier die Neiße und das Kloster mit drauf. Naja, aber so weit laufen wir halt nicht. Ach, guck mal, Anna, was hier welche mit Schnee reingemalt haben. Was sagt der Herbert? Tommy, gefällt dir das Kloster? Möchtest du bei den Nonnen bleiben? Wie gesagt, die machen Bier. Tommy, die machen Bier. Hast du auch ein ganz schönes Kostümchen. Also irgendwie nicht gut drauf. Naja. Ja, Freunde, das war das Kloster gewesen. Also viel ist es. Ja, ist schon ein großes Kloster, ne? Aber jetzt im Winter sieht man nicht viel. Naja. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Ort, den viele wahrscheinlich noch nie gesehen haben und wahrscheinlich auch noch nie in einem Kloster drin waren. Da hinten ist auch eine wunderschöne alte Kirche. Aber da wird jetzt drinnen gebetet. Da wollen wir jetzt nicht stören. Oder können auch da nicht stören jetzt. Da waren wir aber schon mal drin, die anderen nicht. Ja, also da hat alles seine Ordnung in dem Kloster, wie immer. Ehemaliger Studienstall. Und wir waren auch mal im Frühling oder war es Sommer, waren wir hier. Die haben den richtig tollen Klostergarten. Den fanden wir ja richtig toll. Aber da kommt man jetzt gar nicht hin. Ist aber auch egal. Ihr habt es jetzt mal gesehen. War unser kurzer kleiner Sonntagsausflug. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Lass ein bisschen flitzen, Anna. Let him go. Anna. Nee. Mal abdüsen, kann der Tommy noch ein bisschen spielen. Mit der Topen. Aber sieht jetzt nicht mehr so aus, als wenn er möchte. Naja, war auf jeden Fall seine eigene Entscheidung. Ich habe gedacht, ich bleibe mitten noch ein bisschen draußen. Ist auf jeden Fall richtig was los auf dem Rückweg. Ja, der Wind macht's möglich, ne? Winter wie in Norwegen. Sehr cool. So wie in Skandinavien. Uiuiui.
ich hier rüber in die Schneewehe, weil es immer Gegenverkehr. In einem Kilometer rechts. Ui. Das macht Spaß, ne? Hörst du schon schön brummen hier. Tommy, zeigst du denen den Finger oder was? Oh, Mamma mia! Mit diesen morgendlichen Aufnahmen aus unserem Fenster wollen wir das Video schließen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und beim nächsten Mal dabei sein. Macht's gut, tschüss!